wünsche einen schönen guten Morgen. Wir sind im Tag 2 unserer Fachtagung angekommen und ich hoffe, dass sich jeder vor dem Bildschirm gemütlich gemacht hat. Anders geht es derzeit nicht. Wir ignorieren auch die Meldungen des heutigen Tages und freuen uns auf ein umfangreiches Programm, das wir heute wieder zusammengestellt haben. Ich kopiere gleich nochmal zur Orientierung das Tagungsprogramm in den Chat. Und wir werden heute von jetzt bis 11 Uhr den Vormittag bestreiten. Dann machen wir schon relativ bald eine Mittagspause, eine einstündige. Und treffen uns dann wieder bis zum Abschluss um ca. 14 Uhr. Und es ist ein sehr illustres Programm. Es geht um Resilienz, es geht um die Steuerung von Lernprozessen im virtuellen Raum 1. Durchaus aber auch sehr interessante Beiträge in den einzelnen Communities bis hin zu Game Design und verschiedenen Workshops, die im Endeffekt allesamt mit der Idee der Unterrichtsentwicklung sich konfrontieren. Wir sind ja gerade bei der Geräteinitiative und deswegen liegt hier ein spezieller Fokus, wie kann man Lernprozesse steuern und diese Palette an Ideen, die werden heute zum Ausdruck gebracht durch die einzelnen Beiträge. Ich begrüße jetzt Frau Dr. Ursula Meyer-Rabler von der Uni Salzburg. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und wird heute die erste Keynote bestreiten mit einem sehr interessanten Thema, das uns jetzt ja bewegt, nämlich wie gelingt eine krisenresiliente Gesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung? Guten Morgen, Frau Meyer-Rabler. Ich bitte um Ihren Vortrag. Ja, guten Morgen. Freut mich, dass ich heute diesen Tag beginnen darf. Wie gesagt, Sie haben schon gesagt, dass der Titel meines Beitrags ist eben eine krisenresiliente Gesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung. Und ich möchte Sie so einen Schritt zurück mitnehmen, eine etwas breitere gesellschaftswissenschaftliche, aber auch durchaus gesellschaftspolitische Perspektive auf die Digitalisierung einzunehmen, die ich mir also natürlich vorwiegend auch hinsichtlich des Teilbereichs, was für Herausforderungen ergeben sich dafür für die Bildung und das Bildungssystem. Aber ich gehe jetzt nicht, da haben wir ja ganz viele Vorträge im Laufe dieser Tagung auf konkrete Anwendungen ein, sondern eben auf einen breiteren gesellschaftstheoretischen Hintergrund. Und dabei gehe ich von dem Postulat aus, dass wir in diesem Kontext Bildung auch völlig neu denken müssen, genauso wie wir Arbeit, Politik, Wirtschaft neu denken müssen und es wenig Sinn macht, das klassische herkömmliche Bildungssystem mittels neuer Technologien mehr oder minder fortzuführen. Und ich weiß, dass das in vielen Beiträgen hier ja auch genau so nicht gesehen wird. Aber dennoch ist einfach wirklich, wir müssen auch viele vielleicht Prämissen, die wir bisher in der Bildung hatten, völlig neu überdenken. Und ich befinde mich da in guter Gesellschaft mit dem Konrad Paulismann, der ja eben auch gesagt hat, dass es wenig Sinn macht, Neues zu implementieren, ohne und dabei mehr oder minder zu versprechen, es bleibt alles beim Alten. Das funktioniert nicht, es wird nichts beim Alten bleiben. Und ich nehme Sie da ein bisschen mit jetzt auf diese Reise. Zunächst einmal möchte ich in Erinnerung rufen oder einfach darauf hinweisen, wie vielfältig Digitalisierung gesehen wird und dass das bei jedem und bei jeder vielleicht auch ganz anders andere Prioritäten hat, andere Sichtweisen. Also Digitalisierung an sich ist schon sehr differenziert zu sehen und ich möchte einfach ein paar Assoziationen hier mit Ihnen teilen. Eine zum Beispiel ist, dass wir Digitalisierung natürlich als sehr komplexes System wahrnehmen, wo viele Dinge ineinander greifen, aber je weiter wir in die Zukunft denken, desto
unvertrauter oder nicht vorhersagbar sind gewisse Entwicklungen. Etwas, was uns im Prinzip auch etwas widerspricht. Wir hätten gern mehr Sicherheit. Was ist in 2 Jahren? Was ist in 5 Jahren? Das ist gerade, was Digitalisierung betrifft, nicht möglich. Und somit müssen wir uns auch darauf einstellen, kurzfristig immer wieder Dinge vielleicht fallen zu lassen und neue Dinge anzunehmen. Eine weitere Assoziation oder Aspekt der Digitalisierung ist sozusagen, dass sich der Bildschirm wird das Interface unserer Zeit. Wir werden zunehmend über den Bildschirm unsere Umgebung wahrnehmen, unsere sozialen Kontakte pflegen. Alles das, was natürlich jetzt gerade durch Pandemie und Lockdown ganz besonders im Vordergrund steht. Aber es geht darum, sich bewusst zu machen, wie gehen wir damit um? Wie kann man vielleicht auch gegensteuern? Aber dass der Bildschirm das zentrale Interface ist, das ist unumstritten. Andere Perspektiven gehen in die Richtung, dass wir uns als Menschen zunehmend der Maschinenlogik annähern. Die ganze Literatur zum Thema Transhumanismus, Cyborg steht da dahinter. Was bedeutet das, wenn wir uns an die, ich sage jetzt einmal ganz simpel, an die Maschinen anpassen und nicht umgekehrt? Wo liegen hier die Herausforderungen? Aus einer wirtschaftlichen Perspektive gibt es natürlich viele, die bei Digitalisierung zunächst einmal an neue Einkommensquellen, an neues, die Möglichkeit, Geld zu machen, denken. Und da gibt es eben diese Phrase, die Digitalisierung und die Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Da gibt es das gleichnamige Buch von Malte Spitz dazu. Also Daten und da befinden wir uns ja momentan auch in der Phase der Datafizierung, wo mehr oder minder all unser Verhalten im Netz natürlich Spuren hinterlässt. Und diese Spuren, diese Daten können von Dritten zu Geld gemacht werden. Ein sehr wichtiger Aspekt ist natürlich auch, dass wir durch Digitalisierung einer unbegrenzten Menge an Informationen, die ist für uns zugänglich und das führt halt bei vielen auch zu dem Gefühl der Überforderung oder das Gefühl, ich kann nicht alles, was mir potenziell zur Verfügung steht, wissen. Und hier ist auch das Bildungssystem gefordert. Manchmal sage ich sogar so eine radikale Umorientierung in die Richtung, dass das Ziel der Bildung ist, was muss ich nicht wissen? Also Selektionskompetenz und all diese Dinge spielen eine Rolle. Natürlich das Thema Überwachung, Surveillance. Wir wissen, dass wir nicht allein sind. Wir wissen, dass wer zusieht. Wir wissen nur nicht, wer zusieht und wer unsere Daten absaugt und sozusagen dieses Gefühl, hier nicht unbeobachtet zu sein, ist also auch ein Gefühl, das bei vielen ein ungutes Gefühl darstellt. Damit einher geht natürlich das ganze Thema des Datenschutzes. Wer bekommt unsere Daten? Wer kann darüber entscheiden? Es gibt da sozusagen dieses Postulat der informationellen Selbstbestimmung, dass wir eigentlich als User, Userinnen in der Lage sein müssen, zu bestimmen, wer unsere Daten bekommt. Das ist zwar in der neuen Datenschutzgrundverordnung enthalten, aber wir wissen in der Praxis, ist es viel zu umständlich und wir klicken ja alle gerne sofort auf alles annehmen, alles akzeptieren, weil kein Mensch Zeit hat, seitenlange Erklärungen zu lesen. Für andere wiederum ist Digitalisierung verbunden mit sehr starker Technikorientierung, Internet of Things, unsere Umgebung ist sensitiv, die Geräte reden miteinander und da stellen sich sozusagen Fragen so um diese Smart Technologies, Smart Living, Smart Home, Smart Cities, wer entscheidet letztendlich noch? Ja? Sind es wir oder ist es unsere Umgebung und wie können wir da auch wiederum unsere informationelle Selbstbestimmung aufrechterhalten.
Hier ein Beispiel aus der Lehre, virtuelles Klassenzimmer machen wir sozusagen zunehmend mit Virtual oder Augmented Reality, mit Virtual Reality. Unsere Realtime-Experimente können wir in ferne Länder reisen, im Schulzimmer, im Klassenzimmer und uns im Sprachunterricht an anderen Orten mit Menschen unterhalten, können wir Experimente so durchführen. Hier gibt es also ganz, ganz viele neue Entwicklungen, die vor allem also im Zusammenhang mit Schule und Bildung im Vordergrund stehen. Ein anderes Thema ist Coding. Ja? Der Code ist die Sprache der Digitalisierung. Der Code liegt all diesen Anwendungen zugrunde. Und es gibt ja Perspektiven, die sagen, Coding ist die vierte Kulturtechnik. Neben Lesen, Schreiben, Rechnen sollen wir auch coden können. Das hat schon was für sich, wenn wir zum Beispiel, ich glaube, die Frau Spiel hat das auch angesprochen gestern, lernen müssen, Algorithmen zu verstehen, das nichts anderes ist wie Software, wie Codes. Also auch hier zu überlegen, wie lernen wir diese Sprache der Digitalisierung kennen und damit umzugehen. Ein weiteres Thema ist natürlich immer auch die Automatisierung. Kommen jetzt die Roboter, nehmen uns die Arbeit weg, bestimmen über uns. Und auch hier geht es darum, auch radikal neu zu denken. Die große Sorge eben, dass die Roboter uns die Arbeit wegnehmen, basiert ja auch darauf, dass wir immer noch sehr stark dem klassischen Arbeitsmodell der 40 Stunden Vollerwerbstätigkeit nachhängen. Und vielleicht könnte man sagen, es ist super, wenn die Technologie die Arbeit für uns macht, müssen wir weniger arbeiten. Warum hängen wir noch so an diesem Postulat, möglichst viel arbeiten zu wollen? Auch das sind Überlegungen, die man anstellen kann. Und dann möchte ich noch eine Assoziation vorstellen, die sehr stark, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wirkt, nämlich: Befinden wir uns nicht alle sozusagen so in unserer Bubble, in unserer Informationshülle, in unseren Echokammern und sind eigentlich der Menschen, der neben uns steht, ferner als vielleicht irgendeinem Community-Mitglied in Australien? Wie schaffen wir wieder Gemeinschaft herzustellen? Derzeit schaut so aus, als ob vor allem durch Social Media wir zunehmend fragmentiert werden in kleine Gruppen, die aber alle für sich glauben, die Mehrheit zu sein, weil sie eben innerhalb dieser Gruppen immer nur ihre Meinung wiedergespiegelt bekommen. Und das ist derzeit eine der großen Herausforderungen, was eben die Corona-Thematik betrifft, wo eben Verschwörungsmythen und Theorien kursieren. Und das wird durch diese Echo-Chambers, wie das heißt, auch alles noch verstärkt. Und dahinter versteckt sich natürlich auch eine große, große Herausforderung für unsere Demokratie, über die sie dann noch etwas sagen möchte. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es immer noch eine Kluft in unserer Gesellschaft gibt zwischen jenen, die von der Digitalisierung profitieren können, die Zugang zu diesen Technologien haben, die auch die Gelegenheit haben, sich das notwendige Wissen anzueignen, und jenen, die auf der anderen Seite stehen und diese Möglichkeiten vielleicht nicht haben. Und das sehe ich so auch als Aufgabe zum Beispiel von uns als Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftlerinnen, uns zu bemühen, Brücken zu bauen, Brücken zu identifizieren, um eben diese Kluft zu überwinden, um eben allen die Möglichkeit zu geben, für sich eine Entscheidung zu treffen, inwieweit Digitalisierung für sie ein wichtiges Konzept ist. Und dahinter steht schon die Überlegung, dass wir alle grundsätzlich ein Recht auf Zugang zur Digitalisierung haben. Dieser rechtsbasierte Ansatz, da greife ich zurück auf Amartya Sen, einem Wohlfahrtsökonomen, der in den 80er Jahren seine Wohlfahrtsökonomie entwickelt hat und dabei postuliert hat, dass es dem Staat zufällt, seinen Bürgern und Bürgerinnen möglichst viele Wahlmöglichkeiten zu bieten, dass sie jenen Lebensentwurf wählen können, den sie wollen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder von ihrer geografischen Herkunft.
Und auf Digitalisierung übertragen bedeutet das, dass wir alle ein Recht haben, einen eigenen digitalen Lebensstil zu entwickeln. Und dass es die Aufgabe des Staates, die Aufgabe auch des Bildungssystems ist, uns diese Wahlmöglichkeiten zu bieten. Das bedeutet auch, dass es nicht so eine One-Size-Fits-All-Digitalisierungsstrategie geben kann, weil eben Digitalisierung so viel gedacht wird, so vielfältig auf die einzelnen Menschen und deren Voraussetzungen wirkt, dass es eben sowas wie eine Individualisierung der Bildungsangebote, das ja sowieso ein Thema ganz generell ist, Bildung individualisiert sich zunehmend, dass es also viele verschiedene Zugänge geben muss, um die Menschen eben die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Und um entscheiden zu können, muss ich zuerst einmal die Optionen kennen. Und das bedeutet auch, und das ist mir ganz wichtig, dass es vielleicht Menschen gibt, die entscheiden, dass ich das nicht will, ja, und dass ich mich nicht in diese Welt hineinbegeben will, aus unterschiedlichsten Gründen. Nur soll diese Entscheidung auf einer informierten Basis stattfinden und auch auf einer sozioökonomischen Basis. Also das heißt, ich muss die finanziellen und die bildungsmäßigen Voraussetzungen schaffen und dann kann ich aber durchaus, muss ich Entscheidungen akzeptieren, wenn jemand sagt, ich muss das nicht haben. Ein zweiter Aspekt, den ich hier einbringen möchte, ist, dass Digitalisierung mit großen gesellschaftlichen Metatrends parallel verläuft, in gegenseitigem Wechsel. Und ich habe hier einige der Metatrends aufgelistet. Es gibt noch viele mehr, aber das sind so sehr die zentralen. Einer ist schon erwähnt worden, also Digitalisierung fördert und fordert Individualisierung. Digitalisierung ist eine Abkehr auch vom Zeitalter der Industrialisierung, wo eben Massenproduktion, Standardisierung das zentrale Paradigma war. Heutzutage will niemand mehr Teil einer Masse sein. Wir alle legen großen Wert auf individuelle Freiheiten, auch individuell abgeholt zu werden, individuelle Angebote zu bekommen. Und Manuel Castells, einer der Säulenheiligen sozusagen der Netzwerkgesellschaft, sagt eben, dass die Massification, so nennt er das, also das Gegenteil eben von Massifizierung, das Gegenteil von Standardisierung, die Digitalisierung begleitet. Das hat Vor- und Nachteile wie alles in der Digitalisierung, sehr eine ambivalente Entwicklung. Wir können für jeden positiven Aspekt auch einen negativen finden. Das bedeutet einerseits natürlich breiteres Angebot, mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Entfaltungsmöglichkeiten, mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Das bedeutet aber auch andererseits mehr Druck auf das Individuum, sich darzustellen, sich als Individuum hervorzuheben. Und wir sehen das also auch, was viele, vor allem junge Menschen in den Social Media erleben, wie anstrengend es ist, sich dort als Individuum, als was Besonderes, als eben über den anderen oder etwas anderes zu machen, Originalität zu beweisen, wie anstrengend es auch sein kann. Eine zweite Begleiterscheinung ist die der Konnektivität, sprich der permanenten Vernetzung rund um die Uhr. Alles muss mehr oder minder on the fingertip available sein. Wir wollen also sozusagen das Prinzip 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 365 Tage, alle Services, alles verfügbar zu halten, was also großen Druck auch auf Anbieter legt, indem sie eben nicht die Hotline am Freitag um 15 Uhr schließen können, weil es gibt dann halt einen Konkurrenten, der macht es rund um die Uhr und somit hat er einen Wettbewerbsvorteil.
Und somit kann ich sozusagen aus wirtschaftlichen Gründen schon gar nicht mehr diese Pausen einlegen. Aber eben Stichwort Pause, diese Konnektivität bedeutet auch für uns, dass wir permanent online sind, immer erreichbar sind. Und hier braucht es einfach Strategien, damit umzugehen, eben ich sage jetzt einmal, die notwendige Gelassenheit vielleicht auch zu entwickeln, durchaus zu sagen, ich bin einmal nicht erreichbar. Digital Detox ist so ein Stichwort, Auszeiten zu nehmen, das Gerät abzuschalten, was also vor allem für junge Menschen ganz schwierig ist. Also wir wissen, es gibt junge Leute, die stellen sich dann für 2 in der Früh den Wecker, damit sie nachschauen können, ob irgendwas auf TikTok oder Instagram passiert ist und damit sie zumindest eine Reaktion geben, um nicht als sozusagen digital nicht vorhanden zu gelten. Konnektivität, also das ist auch so eine, das befördert auch digitale Nervosität, permanent einfach dabei zu sein. Neue Kollektive entstehen und alte Kollektive verlieren an Bedeutung. Auch das sehen wir vor allem also auch in der politischen Landschaft. Alte Kollektive werden Parteizugehörigkeit, religiöse Gruppierungen, klassische Vereine in den Gemeinden. Das waren die Merkmale, die auch für repräsentative Demokratie wichtig sind, die Wähler, Wählerinnen irgendwie einschätzen zu können und zu sagen, naja, also die, die diesen Kollektiven angehören, sind eher Wähler, Wählerinnen dieser Partei und man konnte eine politische Kommunikation entsprechend aufsetzen. Heute sind wir eher in kurzfristigen Kollektiven, man nennt es auch Communities, wir sind in vielen verschiedenen Communities, zum Teil sich widersprechende Communities. Also ich kann jetzt vegan sein und irgendwie Klimaschutz beseelt und da mitzumachen, aber gleichzeitig trotzdem gern Auto fahren und mir das irgendwie nicht nehmen lassen wollen. Also diese Widersprüche in diesen Kollektiven und in unseren Identitäten bedeuten natürlich schon eine große Herausforderung auch für die Politik, weil sich das ja ständig ändert, weil das kurzfristig ist, weil man eigentlich nicht weiß, wen spreche ich an, wie konstituiert sich meine Wählerinnenschaft. Also diese Kollektive spielen eine ganz große Rolle. Und die alten Kollektive sind natürlich immer noch ganz stark gesellschaftlich konstituierend und auch sowohl das Leben in den Städten als auch in den Gemeinden am Land draußen orientiert sich sehr stark nach diesen alten Kollektiven, merken aber, dass das zunehmend erodiert. Und wohin erodiert es? Und wie gehen wir mit diesen Liquid Identities und Kollektiven um. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich jener der Globalisierung. Das bedeutet, dass wir natürlich mit all dem, was wir tun, immer nur einen Fingertipp von Leuten entfernt sind, die in Indien sitzen oder in Australien oder wo auch immer. Und mit uns natürlich konkurrieren auf allen Bereichen. Ja? Ob das jetzt eben Arbeitsleistungen sind, die dann plötzlich von anderen Leuten aus anderen Ländern billiger und schneller hergestellt werden. Also das ist eine Fortsetzung natürlich eines Trends der Globalisierung, das auch schon vor der Digitalisierung gegeben hat. Aber es wird natürlich durch Digitalisierung verstärkt, auch in der Bildung. Ja. Ich kann dann ab einem gewissen, also wenn wir so ein bisschen über die Pflichtschulbildung hinausgehen, kann ich dann natürlich Bildungsangebote aus der ganzen Welt annehmen. Das ist eine große Herausforderung zum Beispiel für Universitäten, die dann merken, dass es also Virtual Universities gibt, wo Superstars ihre Vorträge halten und Studierende dorthin abwandern, das auch zertifiziert bekommen. Und also wo geht es hin? Ja, also diese Globalisierung in dem Bereich. Und zu guter Letzt, und das ist für mich eigentlich der zentrale Metatrend der Digitalisierung, ist jener der Vernetzung. Ich spreche da von dem sogenannten Vernetzungsparadigma, das davon ausgeht, dass der Digitalisierung zugrunde ein Netzwerk liegt, nämlich das Internet. Nach wie vor das Internet, das jetzt 60 oder was Jahre alt ist und die Grundprinzipien, die damals gegolten hatten, so ein dezentrales Netzwerk zu bauen, zum Übertragen von Informationen und Kommunikation, ist nach wie vor die Basisinfrastruktur, auf der Digitalisierung aufsetzt.
Und die Logik dahinter bedeutet, je mehr wir uns wie ein Netzwerk verhalten und unsere Strukturen wie ein Netzwerk aufsetzen, desto weniger Reibungsverluste gibt es bei der Implementierung von Digitalisierungsstrategien. Und das hat große Herausforderungen an uns, weil Netzwerke bestimmte Eigenschaften haben, die vielleicht unseren traditionellen Eigenschaften widersprechen. Netzwerke sind nonlinear. In einem Netzwerk gibt es keinen definierten Anfang und kein Ende. In einem Netzwerk kann ich an jedem Punkt hineinspringen. Ich kann nicht sagen, na, du musst jetzt da anfangen und dann gehst du dorthin und dann gehst du dorthin. Etwas, was natürlich in unserer Schulbildung eine ganz wichtige Rolle spielt. Das funktioniert so nicht mehr. Wir erleben das ja auch, dass Schüler, Schülerinnen mit irgendwelchen irgendwo hinspringen und mit Informationen kommen und uns damit konfrontieren. Und wir müssen das als Herausforderung und als positive Herausforderung sehen und nicht Angst davor haben. Aber das passiert. Also Nonlinearität ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das bedeutet, dass es eben einen wahlfreien Zugriff auf Informationsbestände gibt. Das heißt nicht auf Wissensbestände, sondern einmal rein auf Informationsbestände. Wir können im Prinzip überall hinspringen und uns Informationen beschaffen, egal ob die jetzt so für uns oder für bestimmt für Schüler, für Kinder geeignet sind oder nicht. Das ist in einem Netzwerk schwer zu überprüfen. Das bedeutet im Prinzip das Ende des Zeitalters der Informationsknappheit. Also Informationen sind mit Sicherheit nicht knapp. Unser Bildungssystem fußt aber immer noch letztendlich auf der Idee der Informationsknappheit. Begonnen in den Klöstern des Mittelalters, wo ich hinpilgern musste, um von den Mönchen in den Bibliotheken eingelassen zu werden, um zu Wissen zu kommen. Oder zu den Universitäten, wo man eben hingepilgert ist. Man pilgert auch in die Schulen, man pilgert zu den Lehrpersonen, die eben der Hort des Wissens sind oder zumindest waren. Und diese Personen, diese Mönche, Professoren, Lehrpersonen, waren natürlich die Gatekeeper des Wissens, die Gatekeeper des Zugangs zu Informationen, und die haben entschieden, welche Tür mache ich auf und wie weit mache ich sie auf. Diese Logik funktioniert nicht mehr. Es ist alles im Prinzip offen und wir brauchen neue Strategien, die Lernenden darauf vorzubereiten, mit dieser Freiheit, mit dieser Offenheit umzugehen. Ein Netzwerk bedeutet auch das Ende von Aneinanderreihungen. Eben wie ich schon gesagt habe, also es gibt keinen Anfang und kein Ende, es gibt keine logische Ordnung in diesen Systemen. Alte Ordnungen verlieren ihre Bedeutung. Auch alte Ordnungen, was bedeutet zum Beispiel im Bildungsbereich Abschlüsse, also ich muss zuerst das machen, ich muss diesen Abschluss haben, dann kann ich dort weiter tun und da ist einerseits schon die Absurdität des Begriffs Abschlusses, weil es ist im Netz niemals irgendwas abgeschlossen. Und wir wissen das auch mittlerweile in der Bildung, ein Abschluss, wie es früher geheißen hat, das machst und dann hast du den Abschluss und den hast du dein ganzes Leben lang. Das funktioniert nicht mehr. Da gefällt mir der englische Begriff des Degrees fast besser, weil das nicht zumindest diese Endlichkeit, jetzt hast du was abgeschlossen, in sich birgt. Das bedeutet aber auch einen Kontrollverlust der Lehrenden über die Inhalte und auch über die Lernenden am Lernort. Ein Beispiel, das Klassenzimmer, das klassische Klassenzimmer, wo ich mehr oder minder mit meinen Schülerinnen alleine bin und bestimme, um was geht's da, welche Inhalte werden vermittelt. Mittlerweile können die Schülerinnen den Raum verlassen, können Informationen von überall hereinholen, können den Raum aufmachen, können bestimmen, wie sie und welche Inhalte ihnen wichtig sind. Und wie gesagt, habe ich gesagt, das ist keine, man soll da nicht irgendwie Angst davor haben, sondern eben Strategien zu entwickeln, wie man das gewinnbringend einsetzen kann. Netzwerke, und da möchte ich wieder Manuel Castells zitieren, der von Projekten als das zentrale Element in Netzwerken spricht.
Netzwerke leben von Projekten, die über kurzfristige Zeit durch Zusammenschluss mehrerer Knoten bewältigt werden. Wenn das Projekt irgendwie weitergeht, kommen neue Knoten hinzu, alte fallen weg. Er hat das zum Beispiel auch im Bereich der Wirtschaft, die Zukunft der Netzwerkunternehmen. Also es wird die Zeit vorbei sein, wo die 100-jährige Unternehmensfeier als ganz was Besonderes gesehen wird. Im Gegenteil, es wird zunehmend gesehen, okay, die sind sozusagen noch dem alten System verhaftet. Die neuen Unternehmen sind Netzwerkunternehmen, die bilden sich, die machen Projekte gemeinsam mit anderen Unternehmen und bilden dann ein Netzwerkunternehmen, zerfallen wieder, bilden sich neu. Alles das ist etwas, mit dem wir uns schwer tun, weil wir gerne Dinge, eben wie gesagt, über einen längeren Zeitraum sicher sein wollen, dass es das auch nächstes Jahr noch gibt. Mit dem tun wir uns schwer. Netzwerke besteht aus Bausteinen. Also wir fügen Bausteine zusammen und jeder sammelt sich seine eigenen Bausteine und gerade auch in der Bildung gibt es so diese Idee, diesen Baukasten und ich baue mir meine Bildungsbiografie, indem ich von dort was nehme und von dort was nehme und diese Vergleichbarkeit von Bildungsbiografien wird immer schwieriger in diesen Netzwerkstrukturen. Und was auch etwas ist, mit dem wir uns schwer tun, in einem Netzwerk ist niemals etwas fertig. Ein Netzwerk macht immer noch, da gibt es dann noch einen Knoten und da könnte man noch weitergehen und dort könnte man wieder das hereinholen. Es ist nie was abgeschlossen. Und wir sind schon auch von unserer kulturellen Prägung her darauf eingestellt, Dinge fertig zu machen. Das ist eine positive Eigenschaft, dass Menschen wo dranbleiben, was durchziehen, was fertig machen. Und das muss neu definiert werden in dieser Netzwerklogik der Netzwerkgesellschaft. Ein weiterer Aspekt, der aus diesem Netzwerkparadigma ganz, ganz wichtig ist, Netzwerke leben vom Teilen, vom Geben und Nehmen. In einem Netzwerk, wenn ein Knoten keine Information mehr weitergibt, alles für sich hortet und bei sich behält, dieser Knoten wird früher oder später absterben. Das wird ein Dead End sein. Ja? Da geht nichts durch, von dem kann man nichts haben. Sprich, die Knoten in einem Netzwerk sind die wichtigen, wo viel Information hingeht und wo aber auch viel Information wieder rausgeht. Ja? Weitergeben, hergeben. So diese alten Prinzipien wie Wissen ist Macht und ich muss das irgendwie horten und ich darf das nicht weitergeben und ich muss es bei mir behalten. Das sind die Verlierer in der Netzwerkgesellschaft. Aber die eben zentrale Knoten sind, die weitergeben, die eben auch ein Prinzip beherrschen, indem man verschiedene Informationen zusammenbringt, erzeugt man neue Informationen und man erzeugt einen Mehrwert für diese Information und den gibt man dann wieder weiter an andere Knoten, die aus dieser Information wieder etwas Neues machen und es weitergeben. Auch das sind Prinzipien, die ganz zentral sind und ich kann da nur ein Beispiel, ich habe da mit dem Demokratiezentrum gemeinsam, haben wir so eine politische Bildungsplattform einmal gegründet, dieses Polypedia und das hätte eigentlich davon gelebt, das war ein Wiki, dass Schulklassen von mir aus Inhalte da entwickeln, dass aber dann andere diese Inhalte aufgreifen, sie verändern, weiterentwickeln, Dritte kommen dazu, schreiben daran weiter und das hat nicht funktioniert. Es haben alle wieder angefangen, ihre Inhalte neu zu schreiben und somit ist das ein ganz breites Nebeneinander geworden und hat eigentlich dann den Fokus verloren. Aber eben aus der Sorge heraus, Content von anderen anzugreifen, ihn zu verändern, weiterzugeben, Dritte wieder drüber schauen zu lassen. So entwickelt sich eigentlich Wissen in Netzwerken. In der Bildung bedeutet das natürlich einige ganz, ganz zentrale neue Ansätze, die ich weiß natürlich schon in vielen Projekten und bei vielen Lehrpersonen schon Praxis sind. Aber dennoch, wenn man sich so das ganze Schulsystem anschaut, dominiert nach wie vor die Einzelleistung. Ja, also
Es wird mehr oder minder die in der Prüfung die Einzelleistung bewertet und weniger die Kooperation. Hier braucht es eine neue Priorisierung. Kooperation, Zusammenarbeiten, Teilen, Geben und Nehmen ist das zentrale Element. Und das Teilen von Wissen muss als Leistung anerkannt werden. Es braucht neue Formen des kollegialen Tutorings, das sozusagen auch Schüler, Schülerinnen miteinander, oft auch klassen- und schulübergreifend in Projekten kooperieren und vielleicht auch Aspekte der Agile-Team Konstellation arbeiten, verschiedene Rollen haben und die mehr oder minder weitergeben und dass man hier einfach Lösungen findet, wie man diese Teilleistungen in diesen Teams auch bewertet und nicht eben am Schluss immer wieder nur der oder die Einzelne im Vordergrund steht. Etwas, was mir ein ganz, ganz großes Anliegen ist, ist, wir müssen wegkommen von unserer Antwortkultur. Wir müssen die Frage höher schätzen als die unter Anführungszeichen richtige Antwort. Auch das ist etwas, wo wir noch weit davon entfernt sind. Es braucht wirklich eine Herausbildung einer Fragekultur. Wenn Sie nicht wissen, was Sie wissen wollen, ja, dann werden Sie in dieser Überfülle an Informationen versagen. Dann wird genau das sein, dass man sich überfordert fühlt. Wenn man Antworten auf etwas sucht, von dem man nicht weiß, worauf man diese Antworten sucht, dann wird es schwierig sein, in dieser Zeitalter der Information, Nicht-Informationsknappheit, Informationsüberfülle, muss ich mit einer Frageorientierung herangehen. Ich denke mir oft, dass wir machen ja an der Uni auch immer noch dasselbe und es gibt auch große Vorlesungen, diese klassischen Tests, die einfach völlig anachronistisch sind. Und manchmal denke ich mir, es wäre wahrscheinlich viel gescheiter, den Studierenden den Test erstellen zu lassen, als ihn auszufüllen. Ich muss viel mehr wissen, wenn ich einen Test erstelle, wenn ich Fragen formuliere, weil ich dann einfach auch eine gewisse Reflexion oder eine Reflexion über das Feld damit einhergeht. Es gibt Ansätze, die auch schon in Schulen, in Unis laufen, wie zum Beispiel das Problem- and Project-Based Learning, wo man die Curricula nicht mehr anhand von, jetzt brauche ich zuerst einmal Einführung in das Römisch 1 und Einführung Römisch 2 und dann darf ich erst das oder jenes tun, sondern eben anhand von Projektaufgaben, anhand von Fragestellungen, sich die Schüler, Schülerinnen, die Lernenden selbst entscheiden, an welchem Punkt des Projektfortschrittes brauche ich welches Wissen, dann muss ich mir halt dort die Sprache aneignen oder ich muss mir dort dieses Kenntnis eines bestimmten Schrittes aneignen. Und somit auch wiederum gestaltet sich individuell nach den jeweiligen Gruppen in diesen Projekten der Lehrplan. Und der wird eigentlich durch die Lernenden vorgegeben. Was durchaus auch ein größerer Aufwand bedeutet, weil ich muss ja diese Lerninhalte verfügbar halten. Und jeder kommt zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt daher und holt sich diese Lerninhalte ab. Und zu guter Letzt braucht es sowas wie neue Räume, neue Lernorte. Diese Form von Lernen kann ich in klassischen Klassenzimmern nicht wirklich gut umsetzen. Ich bin in engem Kontakt auch mit einer Architektin, die sehr stark in der Schulbauinitiative tätig ist und die immer wieder sagt, also Schulen sind nach wie vor nach der Maria-Theresianischen Kasernenordnung designt, lange Gänge und die Klassenzimmer gehen links und rechts ab und was da drinnen passiert, weiß man nicht so genau. Ja? Also es braucht eine Öffnung, es braucht völlig neue Formen. Und ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Das ist zum Beispiel ein neuer Schulcampus im Stubaital. Also diese Dinge gibt es ja in Österreich, nicht nur in Skandinavien. Ich habe dann mehrere skandinavische Beispiele. Also wo einfach verschiedene Lernorte für verschiedene Aufgaben, Aufgaben, die man vielleicht alleine konzentriert machen muss, Aufgaben in Gruppen, Dinge, wo es laut sein darf, Dinge, wo es leise sein soll. Ja?
oder einfach Möglichkeiten zu geben, die Perspektive zu ändern, Dinge einfach unterschiedlich zu erleben. Das ist aus einer Schule in Kopenhagen und das ist ja kein großer Aufwand, so sowas irgendwo in den Gang zu stellen und hier Schülern die Möglichkeit zu geben. Ja? Oder auch hier, das ist auch aus Skandinavien, da ist einfach in Gängen, ja, klassische Gänge, sind dann einfach Kojen aufgestellt worden für Gruppenarbeiten, für Dinge, wo man eben sich aufsplitten kann und bestimmte Dinge tun kann. Ja. Das ist natürlich ganz toll, Bildungscampus in Kopenhagen, wo quasi das Foyer und der Treppenaufgang eben auch benutzt wurde, den Schüler, Schülerinnen eine höchstmögliche Aufenthaltsqualität zu bieten. Und man sieht da in diesem Rund, ja, dass da eben tolle Polster, Möbel herum sind, überall natürlich super WLAN-Versorgung, die können dort mehr oder minder arbeiten, aber auch leben und das Gefühl haben, ich bin gerne in meiner Schule. Das ist sozusagen für mich auch ein Ort, in dem ich mich aufhalten kann. Ja? Das ist aus der, da gibt es diese Holzbauschulinitiative und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in Landeck ist oder in Südtirol, aber auf jeden Fall irgendwo in dieser Gegend, wo man einfach auch sieht, es braucht einfach coole Orte, wo Schüler, Schülerinnen das Gefühl haben, wir werden hier wertgeschätzt. Wir haben hier Möglichkeiten, uns zu entfalten und nicht eben, wir müssen hingehen, müssen unsere Hausschuhe anziehen, dürfen nur ins Klassenzimmer gehen und dann das war es dann irgendwie. Ja? Und noch ein Beispiel, wie man vielleicht ohne großen Aufwand, indem man einfach Löcher in die Wände macht, sage ich, in Klassenzimmer hineinschauen kann, Dinge transparenter macht, offener macht, netzwerkähnlicher macht, nennen wir es mal so. Okay, ich möchte jetzt noch auf so ein bisschen zusammenfassend die Chancen und Risiken der Digitalisierung noch einmal auflisten und dann vielleicht auch ein bisschen an bildungspolitischen Ausblick zu geben, wie man gewisse Sachen vielleicht anfangen können, sagen wir mal so. Unzweifelhaft ist der Zugang zu Information und zu Wissen eine der großen Chancen der Digitalisierung. Noch nie war es in diesem Ausmaß möglich, an Informationen zu kommen und Zugang dazu zu haben. Und das muss gefördert werden und da braucht man Strategien, dass das möglichst zum Positiven für die Menschen verläuft. Genauso wie es noch nie vorher möglich war, so viele partizipative, teilhabende Aspekte umzusetzen, ob das jetzt einfach in der Politik ist, wo ich neue Formen der Partizipation finde, wo ich mich über Digitalisierung, und das haben wir schon auch im Lockdown gelernt, dass auch wenn es vielleicht toll ist, wenn ich selber im Plenarsaal dabei sein kann, wenn ich mehr oder minder den Politikern Diskussionen zuhören kann, wenn ich dabei bin, wenn ich die Möglichkeit habe, auch mitzureden, vor allem also auch in kleineren Verbänden, in den Gemeinden, in bestimmten Organisationen, gibt es hier völlig neue Formen der Partizipation, die auch gelernt sein muss. Also auch hier Partizipation, um der Partizipation willen wird nicht das erbringen, was möglich wäre. So. Auch etwas, was uns die Pandemie gezeigt hat, ist, dass Digitalisierung uns eine höhere Flexibilität von Zeit und Raum ermöglicht. Die Tatsache, dass wir diese Tagung abhalten können, ist eine dafür. Wir können das von zu Hause aus machen, aber auch beim Lernen. Wir können uns Lernzeiten einteilen, Arbeitszeiten einteilen, erfordert natürlich auch wiederum, das hat die Frau Spiel auch gestern gesagt, natürlich ein hohes Maß an Selbstorganisationskompetenz, aber prinzipiell ist das möglich. Ja? Die Vernetzungspotenziale ermöglichen uns sowohl wirtschaftlich neue Services, neue Produkte, neue Beschäftigungen zu entwickeln, neue soziale Kooperationen einzugehen, mich mit Menschen auseinanderzusetzen oder zu treffen, die ich vielleicht
keine Chance hatte. Es gibt Beispiele von alten Menschen in Altersheimen, die dann plötzlich über Zoom-Konferenzen mit anderen Alten, die vielleicht die gleichen Interessen haben, anderswo reden konnten und das einfach tolle Möglichkeiten sind. Es gibt neue innovative Arbeits- und Produktionsformen. Homeoffice zum Beispiel ist so etwas, wenn es richtig gemacht wird, vor allem auch vielleicht in den Gemeinden draußen ermöglicht es das, dass Menschen vielleicht nicht täglich in die Arbeit pendeln müssen. Das muss nicht notwendigerweise Homeoffice, muss nicht notwendigerweise in der Küche und am Esstisch stattfinden. Die Gemeinden könnten Orte zur Verfügung stellen, Leerstände, alte Gemeindebibliotheken, wo man so eine Art Coworking machen könnte. Also hier tut sich einiges. Und Automatisierung habe ich schon angesprochen, keine Angst vor den Robotern oder vor der Automatisierung. Vielleicht müssen wir uns überlegen, wie wir Arbeit neu denken. Und auf der Risikenseite natürlich ist das eines der Hauptrisiken momentan die zunehmende gesellschaftliche Fragmentierung und Disintegration durch Social Media vorwiegend. Das ist schon als ganz massive Gefährdung unserer repräsentativen Demokratie ansehe, weil unsere repräsentative Demokratie ist natürlich ein Kind der Industrialisierung, der Massenmedien, der Möglichkeit, dass sich sozusagen über Massenmedien die politischen Themen an die Menschen, die es an das Wahlvolk zu bringen, möglich war. Das, was in den Zeitungen stand, das, was im Fernsehen, in den Nachrichtensendungen behandelt wird, das sind die Themen. Und damit war es auch möglich, dass unsere Repräsentanten zumindest eine gewisse Vorstellung gehabt haben konnten, was sind denn, um was geht's denn, was interessiert denn die Menschen draußen, was wissen die? Das wissen wir jetzt nicht mehr und das ist das gefährdet überhaupt das Modell der repräsentativen Demokratie. Ja? Weil wenn wir alle Individuen sind und alle in individuellen Blasen sind, wer soll uns dann repräsentieren? Ja? Das kann nicht mehr funktionieren. Muss man sich was überlegen. Also das ist eine große Herausforderung. Kommerzialisierung ist ein Thema. Wir werden mehr oder minder, also durch unsere Benutzung des Internets, durch unser Handeln im Internet erzeugen wir wertvolle Daten, die dann von Dritten, von Plattformen zu viel Geld gemacht werden und wir haben eigentlich nichts davon. Ja? Also eigentlich so Ansätze, wir müssten für das Surfen im Internet bezahlt werden, weil wir da wichtige Arbeit leisten für die Plattformen. Digitale Spaltung habe ich schon angesprochen. Also es ist nach wie vor eine große Kluft in der Gesellschaft zwischen denen, die profitieren, die Zugang haben und jene, die da auf der anderen Seite stehen. Gefährdung der Privatsphäre und permanente Überwachung. Also auch das ist ein Thema, das zwar jetzt versucht wird, gesetzlich mit DSVGO und so weiter zu lösen, aber in der Praxis braucht es da noch andere Konzepte, bis hin zu einer Neudenken von Privatsphäre. Ja, vielleicht ist dieser bürgerliche Privatsphärenbegriff, der noch aus den Biedermeier-Zeiten kommen, nicht mehr adäquat für heute. Und was wir auch parallel erleben, also eine permanente Beschleunigung, digitale Nervosität, also wie gehen wir damit um, dass das, was heute gerade aktuell ist, morgen schon nicht mehr gilt, dass wir immer das Gefühl haben, hinten nachzuhinken, nie vorne dabei zu sein. Und das macht uns einfach unrund. Und da hier einfach auch Überlegungen anstellen, wie kann man uns vor diesen Risiken schützen. Zum Abschluss möchte ich noch so ein bisschen ein politisches Statement in Richtung, wohin gehen wir. Zunächst einmal nur in diesem Kontext müssen wir irgendwie Bildung definieren oder die Aufgabe der Bildung ist es im Zusammenhang mit der Digitalisierung, dass Bildung beiträgt, die Chancen zu erhöhen und die Risiken zu vermindern. Das ist so die Hauptzielrichtung. Wenn wir von einer resilienten, guten digitalen Gesellschaft träumen, ja,
ist sozusagen diese Bildungsaufgabe eine ganz zentrale, um überhaupt dorthin zu gehen. Was ist eben so eine gute Gesellschaft? Das ist eine gerechte Gesellschaft, eine partizipative Gesellschaft, eine balancierte, die sozusagen zwischen den Extremen ausbalanciert, eine offene, was die Strukturen betrifft, eine transparente Gesellschaft, die eben auch Wahlmöglichkeiten anbietet für die Bürger, Bürgerinnen, sich ihren Lebensentwurf in dieser Gesellschaft zu verwirklichen. Da sind einige Dinge drinnen, die auch von der Frau Spiel gestern am Schluss angesprochen wurde, dass wir auch bei der Bildung schauen müssen, eben Menschen hervorzubringen, denen diese Werte wichtig sind und die eben verstehen, warum, wie man mehr oder minder über Inklusion zu mehr Gerechtigkeit kommt und so weiter, wie man partizipiert und das Partizipieren nicht nur, ich sage jetzt einmal, hier schreien ist, ja, sondern dass Partizipation natürlich auch eine Aufgabe ist, eine Arbeit ist, aber dann zum Wohle der Gesellschaft wirken kann. Es braucht sowas wie einen wirklich gesellschaftlichen Generalplan für die Zeitalter der Digitalisierung. Und dieser Plan betrifft alle gesellschaftlichen Sektoren, also nicht nur Bildung, Arbeit, Demokratie Neudenken, soziales Neudenken und eben Politik dafür machen. Ja? Und ich habe jetzt über Bildung gesprochen, aber natürlich, wir anklingen lassen, Arbeit, dieses Modell, das wir derzeit haben, wird sicherlich nicht mehr länger aufrechtzuerhalten sein, auch unsere Form der Demokratie. Die Frage, ob sich das in der digitalen Gesellschaft noch so weiterführen lässt. Es braucht in diesem Sinne eine neue Politik, die eben auch diese Prinzipien beherrscht, der Vernetzung und der Kooperation. Auch, glaube ich, das hat die Frau Spiel gestern angesprochen, dass es so sektoriale Politiken gibt. Da gibt es die Verkehrspolitik und die Wohnungspolitik und die Innenpolitik und die Außenpolitik, die aber alle letztendlich durch die Mechanismen der Digitalisierung horizontal vernetzt sind. Und wenn das nicht gelingt, diese Durchlässigkeit und dieses Weggehen von dieser klassischen vertikalen Politikeinteilung, die dann in Ministerien ihre eigenen Königreiche aufbauen, dann ist es keine gute Voraussetzung, Digitalisierung zu bewältigen. Wir brauchen eine Politik, die Innovation fördert. Und Innovation entsteht nur durch Diversität, durch Vielfalt, durch Integration, auch durch Migration. Wir brauchen Migration, um innovativ und kreativ zu sein, um eben den Herausforderungen der Digitalisierung begegnen zu können. Es wird so sein, dass durch den Klimawandel große Teile dieser Welt nicht mehr bewohnbar sind, küstennahe Gebiete, Äquatorgebiete, und die kommen in den Norden logischerweise, und wir müssen sie willkommen heißen. Wir brauchen sie, um Digitalisierung über Innovationen und kreative neue Konstellationen bewältigen zu können und nicht umgekehrt. Wir brauchen keine Angst davor haben, dass uns die Arbeit wegnehmen, die eh ein Auslaufmodell in der derzeitigen Form ist. Und das Ganze muss natürlich finanziert werden, das ist ganz klar. Und auch hier ein Plädoyer für eine andere Finanzierung. Derzeit ist es noch so, dass der Großteil unseres Staatseinkommens aus der Besteuerung von Erwerbsarbeit ist. Wenn Erwerbsarbeit weniger wird, wenn Automatisierung zunimmt, wenn Fabriken Maschinen installieren, die 500 Arbeiter ersetzen, dann kann das nicht mehr funktionieren. Und somit braucht es einfach ein Weggehen von der Besteuerung von Arbeit hin zur Besteuerung von Daten, Datentransfer. Es gibt Ansätze, wenn wir den Datentransfer besteuern, dann fällt es dem Einzelnen nicht einmal auf, auch wenn er Tag und Nacht Netflix streamt. Aber die großen Serverfarmen, die großen Datenkraken, die leisten hier dann den
Ihnen zustehenden Beitrag oder Finanztransaktionssteuern. Wir werden über diese neue Form der Finanzierung nicht hinwegkommen. Neue Formen der Vermögenssteuer, in alle diese Richtungen. Und wir sollten das diskutieren, ohne nicht gleich sofort aufzuschreien und sagen, also es geht alles aus diesen jenen Gründen nicht, sondern einfach einen offenen Diskurs in der Gesellschaft führen über einen neuen Generalplan, um eben eine resiliente digitale Gesellschaft zu befördern. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Meyer-Rabler. Das war jetzt wirklich sehr informativ, auch inspirierend. Ich habe da eine Frage aus dem Chat. Sie haben es zwar schon ein bisschen beantwortet, aber ich stelle sie nochmal. Sie kommt vom Helmut Stemmer und war sozusagen jetzt nochmal das zu akzentuieren. Wer soll denn für diese kommende Transformation im Bildungsbereich verantwortlich sein, diese vorantreiben? Welche Ressourcen sind eigentlich ausreichend? Ja? Sie haben vom gesellschaftlichen Generalplan gesprochen, den man benötigt, aber auch auf der anderen Seite vom Königreich der Ministerien, die ja sozusagen gewachsene Struktur über Jahrhunderte und selbst E-Education hängt da drinnen. Ja. Das heißt, wir versuchen die Transformation zu begleiten mit Restriktionen, aber was ist hier Ihre Meinung dazu? Ja, also zunehmend glaube ich, dass dieses Umdenken von unten passieren muss. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt sozusagen von heute auf morgen da ein neues Politikmuster entstehen wird. Aber ich glaube, es passiert schon sehr viel jetzt in den Gemeinden, in den Neighborhoods, in den Stadtteilen. Ich bin zum Beispiel da in einer Initiative auch tätig, wo wir versuchen, eben in den Gemeinden solche digitalen Gemeinschaftsräume zu entwickeln, wo verschiedenste Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen in der Gesellschaft, aus der Schule, die Älteren, die Jungen, Alleinerzieherinnen, auch Firmen, die vielleicht einen Ort schaffen wollen, wo Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dezentral arbeiten können, wo Schülerinnen am Nachmittag, wenn sie nicht die Ausstattung zu Hause haben, sich treffen können, wo Austausch stattfindet zwischen den Schülern und den Älteren über digitale Technologien, wo Orte entstehen, die so neue Gesellschaften im Kleinen hervorbringen, wo man zeigen kann, das funktioniert. Und es gibt jetzt, glaube ich, auch so einen Trend, ich habe jetzt den Namen vergessen, ist es drin, dass die Menschen wieder zunehmend auch durchaus in der Gemeinschaft, in der Gemeinde draußen, in der Natur, in der Umgebung sein wollen. Und Digitalisierung hilft ihnen, das auch realisieren zu können. Und das vielleicht von diesen Kleinstrukturen Muster entstehen, die man dann weiter nach oben tragen kann. Also auch die Kombination von Bottom-up und Top-down. Genau, ja. Wenn man so will. Der Mittelweg, ja. Der Mittelweg. Was mich jetzt noch interessiert, und das kommt auch im Chat ein bisschen vor, denn wir sind ein bisschen bei dem Aspekt des Kontrollverlustes, ja. Mhm. Besonders bei Lehrkräften haben wir immer das Monopol auf Wissen und das bedeutet, immer wieder wird das thematisiert, mehr die Coaching-Funktion einzunehmen, ja. Und ich verfolge spannend immer wieder mal die Entwicklungen von Franz Hofmann, den Sie vielleicht auch kennen, der ja auch unter anderem dieses Konzept des kooperativen offenen Lernens lang begleitet hat und da auch beforscht, was die Motive sind, überhaupt eine Lehrkraft zu werden. Und da ist genau ein sehr zentraler Punkt, denn das Digitale öffnet und das bedeutet ja automatisch einen gewissen Kontrollverlust. Ja. Und das System Schule zieht aber viele Personen an, die halt versuchen, einen Überblick zu haben und etwas mehr unter Kontrolle. Wie lässt sich das vereinbaren? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es geht mir auch so. Ich bin öfters gewesen an der Pädagogischen Hochschule in Salzburg und habe mir gedacht, also die jungen Studenten, Studentinnen haben alle so was Missionarisches. Ja, also so beseelt, junge Menschen zu führen und ihnen mehr oder minder ihr Wissen zur Verfügung zu stellen. Und man dann immer gedacht, aber das ist es nicht mehr so. Ja? Es ist schon wichtig, eine gewisse Beseeltheit zu haben, aber wir müssen lernen, wirklich
ich sage jetzt das einen blöden Begriff, ergebnisoffen zu sein bei bestimmten Prozessen und bei Lernprozessen. Eben eher versuchen, und da bin ich natürlich auch nicht, weiß ich auch nicht, wie man das machen kann, aber einfach lernen, doch durchaus mehr Projekt oder selbstgesteuert zu definieren, ja, auch den Schüler, Schülerinnen schon zu helfen, Ziele zu definieren, an denen sie ihren eigenen Lernfortschritt messen können, aber den Weg dorthin, ja, was sie wann, wie machen, mehr oder minder freigeben und auch mit dem gut umgehen können. Ja, also nicht Sorge haben, dass man jetzt irgendwas sagt und dann kommt am nächsten Tag wer und sagt, ich habe das gestern recherchiert und ich bin zu ganz was anderem gekommen. Dann sagt man, also das ist ja super, nicht? Wenn es da neue Informationen gibt, andere, dann schauen wir uns das einmal an. Ist auch gestern, glaube ich, erwähnt worden, wo kommt denn das her? Wer hat denn das gesagt? Was sind denn das für Quellen? Also ich glaube schon, dass Lehrpersonen Kompetenz haben, also gerade in der Evaluierung von Informationen und von Wissen, aber eben das vielleicht nicht so vor sich hertragen, sondern eher in der zweiten Stufe, wenn es so um dieses Coaching geht, einzubringen. Ja, also, aber es ist noch ein weiter Weg dorthin. Eindeutig. Aber man sieht natürlich auch wieder auf den Chatverlauf ein bisschen drauf zu blicken, dass viele Fragen sind, naja, wie, was bedeutet das jetzt zum Beispiel für eine neue Prüfungskultur? Ja? Und da sind wir dann schon bei dem Aspekt der formativen Leistungsbeurteilung beispielsweise. Das heißt, über einen Zeithorizont und vielleicht auch nicht immer nur in individuellen Ergebnissen, sondern auch in verschiedenen Sozialphasen diese Ergebnisse damit reinzubringen. Die Konzepte, die gibt es schon lang, aber es ist noch nicht so, dass es das Schulsystem so wirklich durchdringt. Ja, also das ist erstens ein, wie Sie sagen, das ist ein Prozess auch, der starten muss. Aber was mir ganz wichtig ist, ist, natürlich bedeutet das nicht, dass ich dafür postuliere, dass jetzt alles Lernen nur mehr oder minder selbstgesteuert sein muss. Es braucht schon auch also diesen Schnitt so zwischen der Pflichtschule oder den Primarstufen, weil es gibt gewisse Dinge und gewisse Standards, die nach wie vor gelten. Also wir kennen jetzt nicht, jeder hat seine eigene Sprache, seine eigene Schrift, seine eigene irgendwas. Ja? Also wir müssen uns natürlich auf gewisse Grundlagen verlassen können, die Grundlage bilden, um dann ab einem gewissen Zeitpunkt in dieses selbstgesteuerte Lernen gehen zu können. Und das ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung, das parallel irgendwie mitzuvermitteln. Einerseits, du musst natürlich diese Fähigkeiten haben und die kann ich natürlich auch nur individuell messen, aber zunehmend einfach vorbereiten auf dann in der Oberstufe oder im Weiterführenden an den Unis, weil das ist eigentlich dann die Voraussetzung, die sie brauchen, um einen Beruf erfolgreich zu sein, selbstgesteuert arbeiten zu können. Frau Meyer-Rabler, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Danke für die Einladung.